Sehr aufmerksam, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sie haben es mitbekommen, Streik bei unserer geliebten Bahn heute Morgen. Ja, gestern auch schon. Und ich muss mal fragen, liebe Bahnstreiker, ein Streik der Bahn, der zur Folge hat, dass es Verspätungen im Berufsverkehr gibt. Wer soll das merken? Oder? Wo war der Streikschwerpunkt? In Berlin. Wirklich. Viele Reisende mit Verspätung in Berlin haben ihre Verwandten angerufen und das waren so viele, dass das ganze Netz nach Russland zusammengebrochen ist. Sehr aufmerksam. Es wird Sie überraschen, meine Damen und Herren. Helmut Scherlet und Ben! Unser Liebling des Monats, Oliver Kahn, gestern von einer jungen Dame hier, wie ist sie? Manja, glaube ich? Manja. Manja, ja. Manja. Manja, ein Manja aus Thüringen, aber Manja ist ein dänischer Name, gewählt. Heute Abend haben wir einen großartigen Gast, der nie diesen Brief bekommen wird, den wir gestern aufgesetzt haben. Nee. Ja, ein wirklicher Könner und ein sehr sympathischer Kollege. Heute Abend bei uns Wiegald Boning. Diese Geste bedeutet, ich überlege, ich bin mir nicht sicher. Wie war der Anfang heute? Toll, wie immer, Chef. Ach was. Nein, der Anfang war irgendwie, es war nicht so dieser Hammerknaller, den mein Publikum zu Recht von mir erwarten darf, oder? Täusche ich mich da? Es war nicht so dieser Megabrüller, oder? Sie haben gelacht, aber es war mehr dieses therapeutische Lachen, dieses betreute Opening, oder? War das nicht so? Ich weiß nicht, dieser Anfang, ich bin unzufrieden heute. Echt? Ja, ich habe eine Idee bekommen neulich, als ich den Film Gangs of New York gesehen habe. Ah ja? Und zwar, wie das in der Fachsprache heißt, das Voice-Over. Ja. Das heißt, Passagen, die zum Beispiel zu teuer wären zu drehen, oder man kann nicht alles drehen, die zusammengefasst werden müssen, da spricht der Hauptdarsteller mit einer Erzählstimme drüber und erklärt einem, also tausende von Menschen starben und du siehst halt nur zwei, die aufeinander einschlagen. Ja? Um das Ganze zu verknappen. Und vielleicht wäre es eine Möglichkeit, heute den Anfang zu retten, oder? Ja, das wäre jetzt nicht schlecht. Dass wir sozusagen das ändern. Und wir spielen nochmal diese Passage ein, wie ich gerade rauskomme. Ja. Aber ich spreche drüber und sage den Leuten, wie toll es ist. Ja, aber das hilft ja auch nicht mehr. Also wenn, naja. Wieso? Du kriegst ja dann die Originalatmosphäre nicht mit. Ach so. Ja. Weißt du? Ja, kann ich das einmal sehen? Hier komme ich raus. Soll ich jetzt mit Musik machen oder ohne? Was, eigentlich so, so leichte Musik drunter. Ja, stimmungsvoller. Ja. Ne? Nochmal von Anfang bitte. Ich muss mich einarbeiten. Geht das? Kann ich es nochmal von Anfang an? Ich muss vielleicht verschiedene Versionen testen. Nein, es war für mich, könnt ihr mich runterzählen, weißt du, so wie es im Synchronstudio ist, so drei, dass ich weiß, wenn es losgeht. Das ganz präzise ist, weil es muss ja der Anfang der Show werden. 5, 4, 3, 2, 1. Entschuldige, kannst du mich hochzählen? Das macht. Zähl mich hoch von 1 auf 5, ich bin so gewohnt. Dieter Zehner, unser Regisseur. Ja, bitte, entschuldige. Hallo? War das schon für mich jetzt? Es war einer jener Donnerstage, an denen ich mich besonders gut in Form fühlte. Ich griff zu einer meiner öligsten Gesten, der Handkuss. Das schleimte so richtig ran. Antoine schien mir noch wirbeliger als sonst. Und mit gewohnter Lässigkeit stoppte ich die Band. Helmut, weiße Krawatte, weißer Anzug. Von mir hat er das Geld nicht. Große Gesten auf Ränge, auf denen keiner sitzt. Willkommen, meine Damen und Herren. Und entschuldigen Sie bitte schon jetzt, was Sie gleich hören werden. Kommt nicht schlecht, oder? Ja.
Es folgten einige launige Scherze über den Streik bei der Bahn, die das Publikum wirklich von den Sitzen rissen. Ich musste es dämpfen. <lacht> 40 Minuten improvisierte ich ein Gag nach dem anderen. Das hängt jetzt durch, oder? Ja. Jetzt können wir da nicht irgendwie sowas drunter Musik. Mogeln? Bitte? Musik. Musik. Oder einfach eine Titten. Titten? Ja, einfach Titten. Da haben wir das im Archiv oder wie? Das müssen wir jetzt besorgen. Das müsste man besorgen und dann hier einfach einblenden. Ja, genau. Aber vielleicht ist es generell zu bedächtig gesprochen, dieses Voice-Over, oder? Müsste es nicht mehr Druck machen? Ja. Können wir das mal schon in der gesprochenen Version jetzt hören? In der fertigen Version sozusagen? Ja, das ist jetzt die Ursprungsversion, oder? Bitte? Jetzt ist aber mein Text nicht drauf, oder? Nein, du wolltest aber deine Textversion. Ja, drauf. Ich wollte sozusagen die fertige Version, die der Zuschauer heute Abend hört, sehen. Geht das? Ja. Ist er? Ja. Kommt es jetzt? Bestimmt. Das nennt man Work in Progress. Das ist Werkstattcharakter. Einer der öligsten Gesten, der Handkuss. Das schleimte so richtig ran. Antoine schien mir noch wirbeliger als sonst. Und mit gewohnter Lässigkeit stoppte ich die Band. Helmut, weiße Krawatte, weißer Anzug. Von mir hat er das Geld nicht. Große Gesten. Auf Ränge, auf denen keiner sitzt. Willkommen, meine Damen und Herren. Und entschuldigen Sie bitte schon jetzt, was Sie gleich hören werden. Ich glaube, das reicht bis dahin. Bitte? Ich glaube, der Trick ist einfach, es auch zeitlich zu verknappen. Du hörst es ja auch im Kino lieber, wenn gesagt wird, der 30-jährige Krieg dauerte 30 Jahre. Aber du willst ihn ja nicht komplett 30 Jahre sehen. Ich glaube, das war einfach... Weißt du? Das stimmt. Es müsste... Deswegen macht man es ja. Es müsste sozusagen mit mehr Druck von mir gesprochen werden und nur bis zum Handkuss. Ja. Ja. Okay, dann machen wir es nochmal bitte von Anfang und zählt mich runter von 3 auf 0 und ich sage nur bis zum Handkuss, ja? Ja. 3, 2, 1. An diesem Donnerstag gelang es mir, der beste Anfangsgag seit Bestehen der Sendung. Ein echter Hammer, meine Damen und Herren, das Publikum raste, die Polizei musste eingreifen. Naja. Was denn? Auch nicht? Auch das, nicht? Na, das war so ein bisschen Didi Hallerford-mäßig. Didi Hallerford, das könnte die Rettung sein. Der Dialekt, genau, es muss ein Dialekt her. Didi, ja. Didi, ja. Oder? Didi könnte, es war zu marktschreierisch. Ja, so, ja. Ist gar nicht so einfach die mit dem Polizei Voice-Over. Die Polizei musste kommen. Bitte? Also, ha, 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 ja. Zu schlecht? Der war ja fast so gut wie dieser Russenwitz. Der Russenwitz aber gut. Ja, ja, klar. Der Russenwitz habe ich ja eben gesagt. Dass ja, ich mach jetzt Didi. Von 3 nochmal runter, bitte. 3, 2, Palim, palim. Es gibt nicht oft Abende, an denen ich so in Form war wie an diesem, meine Damen und Herren. Küsschen! Wieder mal muss man sagen, man hat Dieter Hallervorden viel Unrecht getan. Oh, ja, oh, ja. Oder? Denn wenn immer es klemmt, wenn man es auf Didi macht, funktioniert es immer. Ja. Ja. Hat auch super gepasst. Es hat fantastisch gepasst. Du fandst diesen Russen-Gag nicht gut? Doch, ich hab dir doch am Anfang der Show gesagt, dass ich sowieso den Anfang brillant fand. Jeden Abend schon. Ja, nicht ehrlich. Nicht ehrlich. Ich sitze, wann war das? Am Montagabend schaue ich meinen hochverehrten, geschätzten, die Nummer 1 in unserer Branche, meinen lieben Freund Günther Jauch. Ja. Wer wird Millionär, weil ich jede Sendung schaue. Ja? Da kommt plötzlich ein Kandidat aus Nürtingen. Haben Sie auch gesehen, meine Damen und Herren? Ja, aus meiner Heimatstadt Nürtingen. Und das Erschreckende für mich, ich dachte, Günther Jauch als mein Freund, er kennt mein Leben.
Er weiß alles, er kennt meine Blutgruppe, er kennt die Schuhgröße, er weiß, mit welcher Tönung ich mir die Haare färbe. Nein, erschreckende Lücken bei Herrn Jauch über mich. Und ich möchte das jetzt an dieser Stelle richtigstellen, denn morgen ist ja der Kandidat aus Nürtingen wieder dran und dann kann das ja morgen im Gespräch mit ihm korrigiert werden, oder? In der Sendung. Ich weiß gar nicht, bis wie viel Euro er gekommen ist. Was ist das denn? Was wurde da, was hast du für ein Buch gekriegt? Hast du hier was wieder bestellt im Internet oder was? Ich weiß nicht, was das soll. Schau doch mal rein. Das ist das Buch mit Titten, ich wette. Ja, da sind jetzt, ja, aber das ist ja viel zu spät, außer dem Dach. Da sind jetzt Titten, ja. Aber, ja. Also, hilft jetzt nichts mehr. Ja, aber kannst ja anschauen, während ich hier rede. Ja, ja. Ja. Schauen Sie mal, das ist der Kollege aus Nürtingen, an den ich leider keine Erinnerungen habe. Obwohl Nürtingen ja auch nicht so groß war damals, 1812, als ich auf der Flucht von Napoleon nachts in einer goldenen Sänfte rausgetragen wurde. Und schauen Sie bitte, das ist der Kollege von mir aus Nürtingen. Karl Kraxner ist ledig, kaufmännischer Angestellter. Ist 44 Jahre alt und kommt Stopp aus... Stopp mal bitte! Können wir aufhören zu lachen? Ja, ich möchte, dass ich mal auf das konzentrieren, was gesagt wird. Ja? Es, okay? Ja? So, weiter bitte. Nürtingen. Damit, glaube ich, ist er so alt wie mein lieber hochverehrter Kollege Harald Schmidt. Der aus... Nein, nicht so alt. 2 Jahre jünger. Ah, der ist 46. Richtig. Kommt aber aus Nürtingen. Richtig. Ist der Mann Ihnen persönlich bekannt? Ja. Woher? Habe ich nicht gewusst. Echt? Nein, ich meine, irgendwie dachte man, man kennt den oder man verändert sich über die Jahre, aber er war mir nicht in Erinnerung. Obwohl er auf demselben Gymnasium war wie ich, eine Zeit lang. Aber das wird jetzt... Aber du bist ja auch nicht 46. Ich werde 46, toi, toi, toi. Man weiß ja nie. Ach ja, also bitte. Ja, wieso? Ein Dachziegel, ein überraschender Schnupfen. Virus. Dich persönlich. Bitte? Vielleicht meint er ja, er kennt dich persönlich, nur du kennst ihn nicht persönlich. Ja, aber wenn er mich persönlich kennte... Müsste dann nicht ich auch ihn persönlich kennen? Wenn du auf dem Schulhof irgendwelche Gags gemacht hast oder so und dann hat er sich... Stimmt, kann sein, dass er unter den Tausenden stand, die da klatschen. Weiter bitte. Aus der Schule. Aus der Schule. Sie waren in der gleichen, in derselben Schule? Richtig. Ja. Nur 2 Jahre drunter. Ja. Mhm. Wie ist denn der so privat? Weiß ich nicht. Sie haben sich nicht für ältere Mitschüler interessiert? Nein, der hat die Schule gewechselt. Der hat die Schule gewechselt? Der hat die Schule gewechselt, er ist auf ein anderes Gymnasium gegangen. Er musste? Nein, ich nehme mal nicht, dass er musste. Ein notorischer Störer, hat er Frauen belästigt? Stopp! Natürlich habe ich keine Frauen belästigt. Doch, es war natürlich eine gemischte Schule. Ja. Aber Herr Jauch will hier einiges rauskriegen. Mhm. Auch die Frage, wie ist er denn so privat? Ja, kennt man ja. Wieso, wirst du es auch gefragt? Ja. Du wirst auch gefragt? Ja. Weißt du, was ich am häufigsten gefragt werde? Nein. Original. In genau diesem Wortlaut. Sagen Sie mal! Was verdient eigentlich so ein Antrag? Ja. Und das Tolle daran. Und du antwortest? Das weiß ich nicht. Ja, natürlich weiß ich nicht. Nein, natürlich nicht. Und selbst wenn ich es wüsste, würde ich es nicht sagen. Ja, aber das Tolle finde ich, dass so ein Antrag, das heißt, das ist mittlerweile gar kein Familiennamen mehr, sondern eine Berufsbezeichnung. Ja.
Mein Sohn macht ein Praktikum. Der hat die Stelle dann draußen in Ossendorf als Andrax. Der wird umgeschult auf Andrax. Ja? Was verdient er mich schon Andrax? Das habe ich gestern gesehen bei Günther Jauch in Stern-TV. Ach so, Tourette-Syndrom. Das war faszinierend. Wir haben das schon mal auch hier als Thema gehabt. Ja. Das sind Leute, die permanent irgendwie so. Und da war einer, ein Mann, und der hat sich erstaunlich schon in den Griff gekriegt. Ja? Und während er sprach, machte der andere Patient immer. Und war aber nicht zu sehen. Ja? Und der hat dann gezeigt, wie schwierig das ist, er hat sich Schuhe geputzt. Hatte ein dunkles T-Shirt an mit einer weißen Schrift und hat gesagt, er ist sozusagen, steht er unter Zwang, permanent mit der schwarzen Bürste sich auf das Weiße zu müssen. Ganz schlimm wäre, wenn er ein weißes Smoking anhätte. Das wäre dann sozusagen gar nicht für ihn zu packen. Sollte er vielleicht nicht anziehen. Das war, und weißt du, was passierte? Nein. Das war unglaublich faszinierend, weil natürlich das sehr anstrengend war für die Patienten und so. Und ich saß zu Hause vor dem Fernseher und weißt du, was ich gemacht habe? Gelacht. Ich hab gelacht. Und ich sage, Mensch, wenn die Leute jetzt wissen, dass ich das lache, ist ein ernstes Thema, ja? Aber ich finde das toll, dass diese Patienten den Mut hatten, sich darüber zu äußern, ja? Und man scheint da auch jetzt mittlerweile schon was machen zu können. Und es ist natürlich klar, dass alles getan werden muss, um zu helfen. Aber es ist genau derselbe Bewegungsablauf wie bei Jerry Lewis. Aber ist Tourette-Syndrom nicht dieses Zwang? Ja, genau. Kann auch sein. Ja. Ach so, kann aber auch nur Zuckung sein. Bitte? Kann auch nur Zuckung sein. Ja. Und da ich es ja selber in der Light-Version auch habe... Darfst du dich ja drüber lustig machen, sonst nicht. Und das für Sie zu Hause, falls Sie sich empören wollen, darf man, wenn man interessiert, eine Sendung mit Patienten von Tourette-Syndrom verfolgt, zu Hause lachen und gleichzeitig sagen... Gott sei Dank hat man das Glück und leidet selber nicht drunter. Ja. Oder muss man davor sitzen und sagen, darf man darüber lachen? Das entscheidet, glaube ich, jeder. Wer entscheidet das? Für sich selber. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Pastor Fliege. Nun aber weiter mit diesem ernsten Thema. Ach nein, das ist ja jetzt Wer wird Millionär? Und es geht noch weiter mit meinem Gymnasium. Körperlich angegriffen? Das kann man hier in der Sendung sagen. War ja ein Schulversager. Bestimmt nicht. Verhaltensauffällig. Bitte, reden Sie doch. Von 9 Millionen Zeugen? Ja. 9, bitte. 10 sollten es schon sein. Stopp! Es gab in Nürtingen nur ein Gymnasium, das Max-Planck-Gymnasium, kurz MPG. Dort fingen alle an. Und dann wurde, nachdem ich da in der dritten Klasse war, da war das Hölderlin-Gymnasium gegründet für alle, die sagen, wozu muss ich rechnen können? Ja. Wozu brauche ich Chemie? Wozu brauche ich Physik? Und dann wechselten ungefähr, weiß nicht, 150, 200 Schüler auf das Hölderlin-Gymnasium. Auch ich. Zu Recht. Denn auch auf dem Hölderlin-Gymnasium blieb ich noch sitzen. Herr Jauch hat gefragt, ob ich ein naturwissenschaftlicher Versager war. Urteilen Sie selbst. Urteilen Sie selbst. Ist man ein naturwissenschaftlicher Versager, wenn man die 12. Klasse wiederholen muss, aufgrund einer 5 in Mathe, Physik, Bio, Chemie und Französisch? Ich bin sehr gespannt, wie der Herr aus Nürtingen morgen weitermacht. Ja. Ja. In Wer wird Millionär? Ich weiß gar nicht, bei wie viel Euro. Und steht bei 16.000, glaube ich. Ja, bei 16.000. Ja. Was ist das eigentlich, was man, kennst du die Sendung Jackass? Ja. Ja, was ist das? Also es gibt bei MTV ja die Sendung Jackass und jetzt auch einen Kinofilm. Ah ja, genau. Und ich habe da immer mal reingesappt, fand das nicht so spannend, ist auch nicht so unsere Zielgruppe. Also es sind so eher für Jüngere. Ja. Ja. Und jetzt gab es aber in den Karnevalstagen, wo wir Pause hatten, gab es
Hymnen auf diesen Film in FAZ und Süddeutsche und Taz. Ich kann dir mal ein bisschen zitieren. Ja, FAZ wirklich? Schreibt, Knoxville, also der das macht, ja, hat durchaus Vorläufe in der Avantgarde und Gegenkultur im Werk von Situationisten wie Marcel Duchamp oder Guy Debord und den Aktionen der Prankster, die seit den 60ern an der Westküste ihr Unwesen treiben. Oh, toll, das scheint ein Film für mich zu sein. Ja. Ja. Oder Süddeutsche, eine Komik, die manche für degeneriert halten und dabei verkennen, was sie in Wirklichkeit ist, archaisch und universell. Archaisch und universell. Oder die Taz, im Verhältnis von Bergson und Zederfeld lässt sich zumindest ein wenig auch das Spezifische des Jackass-Humors bestimmen. Wow. Innerhalb einer schematischen Komiksituation ist die Unvorhersehbarkeit, mit der Knoxville und Co. in den öffentlichen Raum eindringen, ihr erratisches Verhalten, eine Art utopisches Moment, something living. Und da habe ich gedacht, das sollte ich auch mal machen. Was denn? Naja, was hier einfach beschrieben wird? Naja, einfach mir wehtun hier bei irgendwelchen Aktionen. Du willst dir selbst wehtun. Ja, darum geht's ja. Also die lassen sich ja von Alligatoren... Wie jetzt hier? Ja, ja. Ja, was willst du denn machen? Naja, da müssen wir... Ja, aber nicht, dass wieder auf mich zurückfällt, dass wieder heißt... Nein. Ich quäle dich und lass dich hinknien und... Wir müssen das mal ausprobieren. Also je nachdem, wenn es mir wirklich wehtut, ist natürlich doof, ne? Was willst du denn machen? Wir probieren... Aber nicht mir wehtun. Nein. Wir probieren so ein paar Sachen aus. Was ist denn jetzt los? Stoß mich einfach mal um. Wie, ich soll dich umstoßen? Ja, einfach mit dem Stuhl umstoßen, ich darf mich nicht abstoßen. Ah. Ja, ein bisschen Kraft schon. Komm, Aggression. Ja, zum Beispiel. Ja, guck mal, Zeitlupe. Das ist der Film? Ja, und das ist Marcel Duchamp? Ja, Situationismus. Wir können uns auch andere. Guck mal, in der Zeitlupe. Also die Leute haben ja, die fanden das lustig. Guck mal, das ist dieses... Das ist aber, hat noch nicht so richtig... Ich kann, soll ich mal runterspringen von da oben? Von da oben? Ja. Wie hoch? Ich weiß nicht, ob der Bühnenboden das trägt. Ach, gib's mal bitte auf. Ja, wenn du da durchkratzt. Na, so schwer bin ich nicht. Ja? Ich habe nichts damit zu tun, wenn du ein Krüppel bist hinterher. Ja, aber das ist ja dieses Spaß an auch der eventuellen Selbstverstümmelung. Bitte, spring. Meinst du es so? Ja, ich würde es mir nicht trauen, aber wenn du willst. Ja, aber wenn der Bühnenboden durchkracht, dann fährst du durch, dann tust du ganz böse weh. Probier's doch, geh doch mal hoch. Du kannst dich aber von oben mal angucken. Ja, vielleicht spring ich da runter. Ja, spring doch da runter mal für den Anfang. Ja. Ja, das ist nicht hoch genug, oder? Wieso? Ja, komm, jetzt habe ich das schon gesagt. Jetzt gehen wir hier hoch. Da hoch oder da hoch? Hier raus, da hinten ist die Treppe. Hier durch, da ist die Treppe. Ist schon hoch, ne? Also das ist zu hoch, das sind mindestens 4 Meter. Ja, aber das schafft man doch. Ja, du willst doch nicht etwa dich da drüber schwingen und dann direkt runterspringen? Ja, nicht Körper, also nicht, also... Ja, willst du dich erst hier außen draufstellen oder willst du dich hier, willst du direkt so drüber springen? Na, schon draußen draufstellen. Ja, aber das weiß ich gar nicht, ob das die Verankerung oben an der Decke trägt. Das ist riskant. Ja, das soll es ja auch sein, das ist doch der Spaß. Bitte? Nachher fallen dir die Scheinwerfer auf den Kopf. Nein, da kann nichts passieren. Sei vorsichtig. Ja, ja. Das ist zu hoch. Ich weiß nicht, ob das zum Draufstehen geeignet ist. Das ist so stabil. Also ich meine, was soll passieren? Ich verstauche ja, mir du krachst oder hier, so. Das ist doch alles Sperrholz. Das ist doch ganz billiger Ramsch. Jetzt machen wir keine Angst. Ich habe doch das Billigste vom Billigen genommen, um dieses Studio zu bauen. Ja, jetzt habe ich jetzt doch ein bisschen Angst. Ja, das ist zu hoch. Das geht nicht. Das ist zu hoch. Das ist, leg dich mal bitte hin, Susanna. Nein, Entschuldigung, das war ein Scherz. Das ist wirklich zu hoch. Ja? Das ist wirklich zu hoch. Das kannst du nicht machen. Das ist sehr dünnes Material und da ist unten das Gestänge, auf das alles aufgebaut ist, das kracht durch. Das wirkt jetzt super doof, wenn ich nicht springe, ne? Oh, das ist ja... Das andere wäre, würde der Hauptdarsteller in den Film springen? Ja. Ja, aber der hat keine Alternative. Das ist wirklich gefährlich. Was sagst du, Helmut?
Also ich würde mich noch ein bisschen weiter runterhangeln und dann sprengen. Ja, ihr seid toll. Das ist gefährlich. Das ist, na. Ja, jetzt, also. Jetzt wäre ich gerade gesprungen, jetzt stand er mit der Handkamera da drunter. Ja, du kannst doch nicht aus, das sind locker 3 Meter, wirklich. Ja, aber 3 Meter ist eigentlich, aber du hast recht, wenn da jetzt Waldboden wäre. Nein, das ist ja irgendwie so, was weiß ich, Presssparen oder sowas. Das hält es nicht. Du wärst ja gesprungen, wir haben es ja gesehen, du wärst ja gesprungen. Ja, was heißt, du wärst gesprungen? Ja, aber es ist meine Arbeitgeberangst, dass ich dann irgendwie so einen langwierigen Prozess mit Arbeitsunfall und das hätten Sie wissen müssen und war das abgesprochen und so weiter am Halter. Nein, war es natürlich nicht abgesprochen. Bitte? Es war nicht abgesprochen. Ja, trotzdem. Ja, es war ja nicht abgesprochen. Komm, ich weiß was anderes. Was denn? Ja, das ist wirklich. Komm gleich! Was jetzt? Das ist auch sehr gut. Da werden wir auch endlich mal was los, was mich die ganze Zeit schon nervt. Was denn? Nimm mal das Glas da weg. Ich sag mir erst, was du machen willst. Nee. Was nervt? Was hat dich jetzt genervt? Was die los scheiß Eier haben mich so genervt. Wirklich? Die ganze Zeit, ja. Telefon funktioniert noch. Das ist das Prinzip dieses Films? Ja. Ja, was mach ich? Jetzt stehen die Eier hier und sind halb kaputt. Ja, dann sollen wir es wieder hochstellen. Na, lass sie da stehen. Ja, ja. Wir lassen sie da stehen und gucken, was mit ihm passiert. Ja, aber was geht denn dir vor, dass du das kenne ich gar nicht an dir, dass diesen. Ich war so heiß drauf, irgendwie, als ich diese Kritiken gelesen habe, dass mal. Selber zu machen, das war, glaube ich, doof. Aber diesen. Ach, guck mal, da kommt's ja mal. Die ist mir fast ein bisschen unheimlich. Wie bist du das denn? Ja, dieser Wunsch, sich selber. Nein, es ist doch, du hast doch gerade auch noch mal gelacht. Das ist lustig, es ist Humor. Ja, aber es ist mehr so an dieses Verzweifeln. Langsam, wo wird das enden? Nein, es ist nur ein Kommentar zu dem Film Jackass. Was macht er noch da in diesem Film? Zum Beispiel stecken sie sich Spielzeugautos ins Rektum. Ja, das ist doch wirklich harmlos, was ich hier gemacht habe, dann, oder? Manche sagen so, manche sagen so. Das wird in diesem Film gemacht. Ja. Und da rennen Menschen zu Tausenden rein. Ja. Und das gibt. Der ist aber ab 18 und man darf es nicht nachmachen, eigentlich. Also, wird das gesagt? Ja. Das sollte man eigentlich zu Hause sagen, ja. Nicht, dass ich heute Abend über den Schreibtisch werfe. Oder vom Partner im Stuhl umstoßen lassen. Es gibt mir sehr, sehr, sehr zu denken. Dieser Wunsch. Nein, es ist kein Wunsch. Ein Zwang? Unser Gast wartet. Ich bin sehr gespannt, was unser Gast, der auch schon viel Elend in seiner Karriere gesehen hat, zu dieser neuen Entwicklung. Ich glaube, das meint Jobst Ploog, wenn er schreibt, man muss wissen, wo die Talente sitzen und was ein Format für sie sein könnte, oder? Ja. Ja. Das ist doch überhaupt der Spaß für die ganze Familie. Man wirft sich gegenseitig mit dem Stuhl um, ja, und der Ernährer wirft sich anschließend über den komplett gedeckten Tisch. Mein heutiger Gast präsentiert eine sehr interessante Sendung, die VIP-Schauke. Herzlich willkommen, unser lieber Freund Wigald Boning.
Platz. Einmal schauen hier. Das sind gut und gern 3 Meter. Sehr, sehr hoch, ja. Ja. Ich würde es mir nicht trauen. Ja, ich auch nicht. Nee. Aber was, kannst du es nachvollziehen, dieser Wunsch, sich selber Schmerzen zuzufügen oder zu zerstören? Ich habe als Jugendlicher, ich glaube, ich musste 16, 17 gewesen sein, auch gerne Sektgläser zerbissen. Ja. Das war aber, glaube ich, der Drang, auf mich aufmerksam zu machen, denke ich. Also ja, ganz profan und pubertär im Übrigen. Aber tat auch weh, ich habe es daher sein lassen dann nach einer Weile. Wirklich? 2, 3 Gläser, dann war's genug. Und hat sich zerschnitten? Eigentümlicherweise nein. Also ich kann mich nicht an starke Blutungen erinnern. So ein kleines bisschen, aber ein bisschen Zahnfleischbluten haben wir ja sowieso immer mal. Ja, klar. Und da weiß man wenigstens, woher es kommt, wenn ja, man gerade in ein Sektglas zerbissen hat. Ich habe mit großer Freude vernommen, dass deine Lieblingssendung im bayerischen Fernsehen heißt Kunst und Krempel. Kunst und Krempel, genau. Ja, ist eine tolle Sendung, die vielleicht dem größeren Publikum so in Gesamtdeutschland gar nicht so bekannt ist, aber es sind Menschen, die lassen zum Beispiel eine Uhr schätzen oder eine Puppe. Ja, genau. Ja, wollen wir ein wenig Werbung machen für die? Ja, ich finde das eine wunderbare Sendung. Ja, sehr schön. Man muss sich vorstellen, da ist ein breiter Holztisch, hinter dem 3 Kunstsachverständige sitzen, Schätzer, Professoren. Und nun zieht diese Sendung immer mal um, kommt in ein kleines Dorf und die Dorfbewohner werden angehalten, bei sich auf dem Speicherball nach irgendwelchen heiligen Bildnissen oder ähnlichem zu schauen, die dort den Kunstschätzern zuzuführen. Die werden dann geschätzt, die heiligen Bildchen. Und ganz zum Schluss wird dann auch ein Schätzwert genannt. Und das ist natürlich eigentlich immer die wirkliche profane Pointe dieser Sendung. Das Gesicht der Leute dann, wenn sie also feststellen, dass sie jetzt 10.000 Mark reicher geworden sind oder auch, dass es eben doch made in Taiwan sei und daher vernachlässigen. Aber sehr, sehr schöne Sendung. Innovatives Format des Bayerischen Rundfunks. Eigentlich schon, weil es auch mit einer Langsamkeit gemacht wird, die ja heute im Fernsehen gar nicht mehr zu Hause ist. Ich erinnere mich an eine Frau, die war schon um die 17 und so, hat aber so eine Gretelfrisur und brachte eine Puppe. Ja. Die hat es vom Vater gekriegt und dann wurde erst so der Arm rausgezogen und der andere Arm. Ja, und es kam dann einfach so, über diese Puppe wurden sozusagen ganze Bombennächte, russische Übergriffe und so weiter wurden anhand dieser Puppe aufgearbeitet. Ja. Die Puppe wurde immer unwichtiger, sondern es wurde so ein Gruselszenario aus dem Zweiten Weltkrieg eigentlich, wie diese Puppe zur Frau kam, erzählt. Und es ist faszinierend. Die Folge habe ich jetzt nicht gesehen. Nein? Nein, ja, aber siehst du es jedes Mal? Ich gucke es mir regelmäßig an. Der pädagogische Wert ist einfach auch immens. Ich weiß jetzt, was Blutkruzifixe sind. Also Jesus am Kreuz, überall blutend, wo wir gerade bei Sektgläsern waren. Also tatsächlich auch so etwas gibt es. Allerdings nur noch in wenigen Tälern der Oststeiermark. Da sind etwa 8 bis 10 von erhalten. Und ein glücklicher Besitzer erfuhr nun, dass er ein sehr seltenes Gut hat. Also ich finde, das ist eine Sendung, die auch den Weg ins Erste in die ARD finden sollte. Ja, das verstehe ich nicht, warum das da im dritten Programm versteckt wird. Ich habe auch keine Ahnung. Vielleicht denkt man, es ist zu regionalspezifisch, aber es ist es eigentlich gar nicht. Nein, gar nicht. Ja? Nein, es ist ja auch jetzt nicht nur für künstlerisch interessierte Zuschauer, das wäre ja dann wirklich ein bisschen marginal, sondern ja auch, das, was kostet das, was ist das wert? Dieser Faktor, das hat ja auch was mit Wer wird Millionär zu tun. Also ich könnte mir vorstellen, dass das ein großes Publikum findet. Ja, dass man schätzt zu Hause. Sag mal, was schätzt ihr? Was ist diese Uhr wert? Ist das was wert? Ja. Ja, genau. Sag dir du mal. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so ein großer Sportler bist. Langstreckenläufer und Fahrradfahrer, ausdauernd. Ja, ich hatte eigentlich immer schon einen großen Bewegungsdrang. Ja. Früher auch gerne in die Diskothek gegangen und dort viel getanzt. In meiner Jugend wollte ich ja Diskuswurfweltmeister werden. Aha. Und dann zog ich aufs Land, war auch neu Besitzer eines Automobils und stellte fest, dass mir das Autofahren einfach nach wie vor überhaupt nicht liegt. Man sitzt sehr viel, gegebenenfalls bewegt man sich ja nicht vorwärts, wenn man im Stau steht zum Beispiel. Und daher beschloss ich, mich auf meine Muskelkraft zu verlassen und Strecken dann zu Fuß oder per Fahrrad zurückzulegen. Ja. Und das heißt, wie viel läufst du so am Stück? Welche Strecken, welche Distanzen? Marathon und gerne auch länger, mache ich auch gerne. Wirklich? Was heißt länger als Marathon? Das längste bisher war Ems-Jade-Lauf. Von Emden nach Wilhelmshaven letzten Oktober, immer am Ems-Jade-Kanal entlang. Ja. Das war frappierend, weil der Ems-Jade-Kanal schnurgerade durchs Moor führt. Ja. 72 Kilometer. Und ich hatte das große Glück, dass ich schnell eine Bekanntschaft machte. Und zwar ein pensionierter Offizier der Bundeswehr, dort zuständig für das Fahrschulwesen. Und 7 Stunden 40 waren wir unterwegs gemeinsam und er hat mir alles über das Fahrschulwesen der Bundeswehr erzählt. Während des Laufens? Ja, während des Laufens. Ja, 72 Kilometer in 7 Stunden? Die Strecke kann man ja nur zurücklegen, wenn man so langsam läuft, dass man sich noch unterhalten kann. Ja, ja, eben. Also aber trotzdem. Die Unterhaltung ist eher ein Schutz davor, dass man zu schnell wird. Ja, aber das scheint mir doch eine ziemlich schnelle Zeit zu sein. 72 Kilometer in 7 Stunden? Das sind 10 Kilometer pro Stunde und dann Getränkepausen, auch kurz mal stehen bleiben. Ja. Ich bin eigentlich durchschnittlich talentiert, aber eifrig dabei. Was hast du für eine Marathonzeit? 3:23. Oh, das ist schon ganz ordentlich, oder? Für mich, ich rauche ja auch immer noch so ein bisschen. Wirklich? Also ich bin damit sehr zufrieden, ja. Ja. Genau.
Wie ist es in deiner Sendung? Du hast zum Beispiel, kürzlich habe ich gelesen, Oscar Lafontaine zu Gast gehabt. Ja? Ja. Weiß der Gast immer, was ihn erwartet? Oder? Nein, Oscar Lafontaine, das war sehr, sehr interessant, zunächst mal festzustellen, dass er überhaupt nicht wusste, was die VIP-Show für eine Sendung ist. Ja. Seine Sekretärin hatte ihm empfohlen, dorthin zu gehen. Er würde dort einen guten Eindruck machen. Und in der Tat machte er auch einen sehr sympathischen, aufgeschlossenen Eindruck. Er wurde aber recht frühzeitig, kam er schon ins Stutzen in einer Saarbrücker Kirche. Er hatte sich so ein paar Drehorte überlegt. Ja. In dieser Sendung VIP-Schaukel interviewe ich ja Leute an Schauplätzen. Wir zeigen daran auch gleich einen kleinen Ausschnitt, sehr schön mit Sonja Kraus. Gerne. Ja. Und Oscar Lafontaine war insofern interessant, als dass er an vermeintlich haarigen Stellen oder vielleicht auch, weil es draußen kalt war, immer mal gerne aus dem Bild ging. So, reicht jetzt hier? Tschüss. Hat das hier in dieser Sendung eigentlich schon mal jemand gemacht? Einfach so sagen, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wiedersehen. Nee, also man wünscht sich's oft, aber... ich mach's jetzt nicht. Bei dir wäre es auch schade. Aber man hat so oft schon mal anfangen, weil einen so... Oh, danke. Das ist ganz lieb. Ja, wirklich. Ja. Und das heißt dann, wollt ihr das schnell hinter sich bringen? Als Aktion, als PR-Aktion für sich? Ich glaube nicht, dass das PR-Aktion im engeren Sinne war. Vielleicht ein Testballon, sagt man in der neuen Mittelsprache. Ja. Und... ich habe ja von vornherein klar gesagt, dass ich es sehr begrüße, dass er wieder in der Politik aktiv wird. Allerdings nicht aus parteipolitischer Präferenz heraus, sondern weil ich das schön finde, wenn das Angebot breit ist. Ja. Vielleicht hat ihn das stutzig gemacht, dieser Hinweis. Wo du sagst Politik, bist du noch immer in der FDP? Ich bin noch Mitglied, ja. Aktives also, Mitglied? Was heißt noch? Das ist ja eine Entscheidung fürs Leben. Ja, ja. Aktives Mitglied? Nein, nicht. Ich bin einmal bei einer Kreisverbandssitzung gewesen. Sehr nette Leute, Kardiologe auch dabei, also Bekanntschaften schließen. Aber die Kreisverbandssitzung endete so um eins. Ich wohne leider im äußersten Winkel des Landkreises, hatte noch eine lange Fahrt, halb drei lag ich im Bett, sieben Uhr waren die Kinder wach. Ja. Und da habe ich gedacht, ich muss das politische Engagement verschieben. Aus so ganz praktischen Gründen. Der FDP geht es ja auch ganz gut. Also eigentlich wollen schon, die da so einen Semi-Komiker, da muss ich noch ein bisschen warten, bis diese Stelle vielleicht wieder vakant ist. Ja. Dann hatte ich diese ganze Turbulenz, diese Querelen und so, haben die dich irgendwie beschäftigt? Die Nieren ging. Ja. Ach so, im übergeordneten Sinn vielleicht schon, aber ja, ja doch, natürlich. Nicht? Da, ich habe ja am Tag nach der Bundestagswahl 98 gesagt, oh, jetzt ist es Zeit, den Liberalismus in also Deutschland zu erfinden. Du bist schon überzeugter FDPler, ja? Aber natürlich, die Freiheit des Einzelnen ist etwas, was mir besonders viel bedeutet. Ja, ja. Klar. Und das ist auch in der FDP wirklich gut vertreten. Ja, ich meine, was soll... Man kann ja verschiedene Denkmuster zugrunde liegen an der Entscheidung für eine Partei. Also das kleinere Übel wählen oder man die Partei, die jetzt am ehesten von ihrer Grundprogrammatik her den eigenen Idealen entspricht. Und das war dann bei mir und der FDP der Fall. So, jetzt schauen wir uns mal einen Ausschnitt an aus der... Fandst du zu abrupt den Übergang? Nein, ausgezeichnet. Nee, prima. Achten Sie mal auf den Film, den Bigal Boning anspricht. Ein Film, den ich auch mal, glaube ich, gesehen habe mit Karl und Rudi Carrell aus dem Handwerkermilieu. Ja. So, meine Damen, ist diese Folge gesehen? Jetzt ist Boxen, glaube ich. Ja, der Boxsendung. Bigal, es war schön, dass du mal wieder hier warst. Ja? Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Läufst du noch Marathon in diesem Jahr? Im April in Zürich. Mhm. Ein kompletter Marathon? Ja. Wie viel Marathon läufst du denn im Jahr? Ach so zwei, drei, vier, sowas. Ein bisschen zeitabhängig. Ja, ist aber doch ganz schön ordentlich, oder? Von der Belastung her. das macht mir ja Spaß, nicht? Was soll man da sagen? Ja, eben nicht. Ja. Ja. Vielen Dank. Hoffido. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Bigal Boning. Dankeschön.